diesem Video zeige ich euch anhand einer Beispielaufgabe, wie ihr die folgenden zwei Fragen beantworten könnt. Nummer 1, in welchen Punkten schneiden sich die Funktionen f und g, wenn die Funktionsgleichungen vorgegeben sind? Und Frage Nummer 2, wie groß sind jeweils die Schnittwinkel? Auf der rechten Seite seht ihr eine Veranschaulichung, die ja normalerweise nicht gegeben ist, aber so können wir bereits die Punkte ablesen und wissen, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Kommen wir jetzt zu dem rechnerischen Teil. Wenn ihr das Wörtchen schneiden lest, müsst ihr immer daran denken, dass ihr irgendwas gleichsetzen solltet. In dem Fall müssen wir die beiden Funktionsgleichungen f von x und g von x gleichsetzen und so lange herumdoktern, bis wir das Ganze nach x auflösen können. An dieser Stelle solltet ihr erkennen, dass wir hier ein Quadrat drin haben. Das bedeutet, wir müssen sehr wahrscheinlich die PQ-Formel anwenden. Die PQ-Formel bietet sich deswegen an, weil wir hier ein quadratisches, ein lineares und sogar ein absolutes Glied enthalten haben. Ich hole also das x hier rüber, die 1 rüber, sodass ich auf der rechten Seite nur noch eine 0 stehen habe. Und jetzt kann ich die PQ-Formel noch nicht anwenden, denn vor dem x-Quadrat befindet sich noch das Minus. Das bekomme ich indem ich geteilt durch minus 1 oder äquivalent mal minus 1 rechne. Das ergibt dann schlussendlich x² minus 7x plus 10 ist gleich 0. Das ist die Normalform. Ich kann die PQ-Formel anwenden mit p minus 7 und q gleich 10. Und dann komme ich auf zwei Lösungen, nämlich x1 ist 5 und x2 ist 2. Was sagen mir jetzt diese Ergebnisse? Nun, das sind die Schnittstellen. Das bedeutet, wir fangen mal hier an, x2 ist gleich 2 auf der x-Achse. Dort befindet sich irgendwo der Schnittpunkt und wir sehen ihn ja auch genau dort. Und das Ergebnis x1 gleich 5 sehen wir hier auf der x-Achse. Irgendwo hier entlang der 5 befindet sich wohl der Schnittpunkt und wir sehen ihn tatsächlich auch hier oben. Denkt immer daran, wenn nach einem Punkt gefragt ist, braucht ihr nicht nur die Schnittstellen, sondern auch die zugehörigen y-Werte. Und wie bekomme ich die jetzt raus? Na, ich nehme mir zum Beispiel den Wert 5 und setze diesen einfach für x bei f von x ein und rechne mir das y aus. Oder aber ich setze die 5 für x bei g von x ein. Das ist ja in diesem Fall sogar noch viel einfacher. 5 minus 1 kann ich im Kopf rechnen, sind 4. Aber auch hier oben müsste 4 rauskommen, wenn ihr alles richtig gemacht habt. x2 ist gleich 2, genau das gleiche Spiel. Ich packe die 2 hier in das x für g von x, rechne 2 minus 1. 1 bleibt übrig als Ergebnis für y2. Jetzt gilt es nur noch, die Punkte sauber aufzuschreiben. Ich nenne die gerne S1 und S2, wobei S für Schnittpunkt steht. Und dann ist dieser Punkt halt S1, 5, 4 und der zweite Schnittpunkt S2 mit den Koordinaten 2 und 1. Und das war es schon zur ersten Frage. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Wie groß sind nun die Schnittwinkel von F und G in den Schnittpunkten? Auch hier habt ihr ja normalerweise keine Zeichnung gegeben. Das dient nur zur Veranschaulichung, denn wir sollten uns immer noch mal vergegenwärtigen, dass so ein Schnittwinkel von zwei Funktionen ja immer nur berechnet werden kann über die Tangenten an diesem Schnittpunkt. So, und das ist genau das Gestrichelte, was ihr seht. Das ist diese Tangente an dem Schnittpunkt bezüglich der Funktion, dieser orangenen Funktion f von x. Und g von x ist luxuriöserweise schon eine Gerade. Das heißt, die Gerade ist ja die Tangente selbst. Wie gehe ich jetzt vor? Für den ersten Schnittpunkt, also hier 5, 4, brauche ich zuerst die Ableitung von f, nämlich f' von x. Die bilde ich mir schnell. Das ist minus 2x plus 8. Und dann muss ich den Anstieg m1 an der Stelle x0 gleich 5 berechnen. Woher kommt jetzt die 5, werdet ihr euch fragen? Na, das ist genau die 5, die hier in dem Punkt für den x-Wert steht. Diese 5 wird jetzt in die erste Ableitung eingesetzt. Und was da rauskommt, ist ja ein Anstieg. Denn immer assoziieren, erste Ableitung, damit berechne ich immer Anstiege. Eingesetzt die 5, minus 2 mal 5 sind minus 10, minus 10 plus 8 ergibt minus 2. Der erste Anstieg, den ich brauchen werde gleich für meine Formel, ist minus 2. Das gleiche Spiel mache ich jetzt auch für g von x. Ich leite g von x ab, x minus 1 abgeleitet, ist nur noch 1. Auch hier setze ich die 5 von dort oben, von meinem x-Wert, meines Punktes ein. Und naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch. Ich habe hier gar kein x, wo ich 5 einsetzen kann. Das bedeutet, der Anstieg steht schon dort. Der Anstieg ist dann halt 1. g
Diese beiden Werte, m1 minus 2 und m2 gleich 1, die packe ich in diese Formel hinein, rechne alles aus und dann steht da zusammengefasst, Tangens Alpha ist gleich 3. Das Ganze wird jetzt noch nach Alpha aufgelöst mit Hilfe des Arcus-Tangens. Also Arcus-Tangens von 3 mit dem Taschenrechner die Tangens hoch minus 1 Taste und dann kommt als Ergebnis raus 71,57 Grad für diesen Schnittwinkel. So, analog geht das Ganze jetzt für den zweiten Schnittwinkel vonstatten. Dieser Schnittpunkt lautete ja 2, 1. Auch hier brauche ich wieder die erste Ableitung. Setze diesmal 2 ein in die erste Ableitung. Woher kommt die 2? Na, das war der x-Wert des Punktes, den ich vorher schon ausgerechnet hatte. Und wenn ich hier 2 einsetze, kommt als Anstieg 4 raus. Wenn ich das Ganze jetzt auch nochmal bei g von x mache, dann bleibt es dabei, die Ableitung ist 1, ohne dass ich ein x habe, ich kann nichts einsetzen, also ist auch der Anstieg gleich 1. Auch diese beiden Werte packe ich ganz stumpf in meine Formel hinein für m1 und m2, rechne ein wenig herum, habe dann schlussendlich Tangens Alpha ist gleich 3/5 in diesem Fall, löse auch hier nach Alpha auf und am Ende steht dann das Ergebnis dort 30,96 Grad gerundet für den zweiten Schnittwinkel.